Hallo, ja, hier bin ich mit einem Uncut-Webcam-Video. Es ist, glaube ich, schon eine halbe Ewigkeit her, dass ich mit meiner Webcam gefilmt habe. Das ist wirklich unglaublich. Und ja, ich will euch ein bisschen erzählen, was so die letzten Tage bzw. die letzte Woche los war. Ja, wenn ihr erfahren wollt, was alles passiert ist, warum ich dieses komische Ding hier trage, dann bleibt einfach dran und wenn nicht, dann schaltet einfach weg, denn es wird wirklich einfach nur Palaver. Ich fange am besten erstmal von vorne an und zwar letzte Woche Freitag hat mir die Telekom einen Streich gespielt. Mein Internet funktioniert seitdem nicht. Das ist jetzt also schon über eine Woche her. Es ist nicht sozusagen der Freitag jetzt von dem letzten Wochenende, sondern auch der Freitag davor. Und angeblich soll hier erst am Mittwoch jemand vorbeikommen und dann soll das Ganze irgendwie geregelt werden. Das heißt, ich kann im Moment keine Videos regelmäßig hochladen, weil ich nicht weiß, wann ich ans Internet komme. Klar, die Hauttestreihe ist jetzt ausgefallen, aber das liegt mehr daran. Das wird jetzt am Donnerstag hoffentlich online kommen. Und ja, dann die Midweek-Minutes kann ich euch noch nicht versprechen, wie ich das schaffe. Es wäre aber schön, wenn ihr mir einfach vielleicht mal drunter schreibt, wie ihr das bis jetzt so findet. Das würde mich freuen zu hören. Und ansonsten, ja, werde ich halt auf jeden Fall versuchen, den Produkttest weiterhin zu machen. Ja, ich muss halt woanders hin, um die Videos hochzuladen. Ich hoffe halt, dass am Mittwoch dann wieder alles reibungslos funktioniert, denn das wäre eine große Last, die mir genommen wird. Und ansonsten habe ich, glaube ich, erstmal, es wird ja dunkel, doof, habe ich dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, das versteht ihr. Und ansonsten würde ich klar sagen, ich darf halt kein Auto fahren, sonst wäre das für mich gar kein Problem, die Videos hier zu Hause zu drehen und mit dem Auto zu meiner Tante zu fahren. Die hat auch ein viel schnelleres Internet, das hochzuladen, das wäre sehr cool. Aber ich darf kein Auto fahren. Ja, das ist das zweite Thema. Ich hatte einen kleinen Trainingsunfall, das war am Dienstag. Das ist jetzt nicht, da hatte ich auch geschrieben auf Twitter, wer mir auf Twitter und Instagram folgt, weiß, wie es um mich steht. Mir geht es super, mir geht es prima. Ich habe an sich nichts, wo man jetzt Bedenken haben müsste. Ich bin im Training runtergestürzt. Viele von euch wissen ja, dass ich Cheerleading mache und das, was man da halt teilweise baut, ist ein bisschen hoch. Und wenn man da ungebremst auf den Boden fällt, kann es halt zu Verletzungen kommen. Ich bin schon öfters auf den Kopf gefallen und Vorteil an dieser Sportart ist, man wird unempfindlicher, was Schmerz angeht. Nachteil natürlich, man wird ziemlich unvorsichtig. Und ich wurde letztendlich gezwungen, ins Krankenhaus zu fahren, zum Glück. Denn mein Halswirbel ist dieser Dornfortsatz, da ist gebrochen, also da hinten. Und da ist alles ein bisschen kaputt. Das wird jetzt alles erstmal schön gerichtet. Aus diesem Grund muss ich auch einen Monat eine Halskrause tragen und ja, warum drehe ich jetzt dieses Video? Beziehungsweise, wenn ich weiß, dass ich mich jetzt nicht viel bewege und sonst was, dann kann ich die eigentlich abnehmen. Aber trotzdem hat man irgendwie Angst, das eine komische Bewegung zu machen. Deswegen dachte ich mir, bevor jetzt alle fragen, was ich hier habe und warum ich eine Halskrause trage, dachte ich mir, kläre ich das einfach von mir aus. Ich meine, jeder kann ja jedem erzählen, dass er sich den Arm gebrochen hat oder ein Bein gebrochen hat. Das ist ja letztendlich nichts anderes. Nur, dass es halt, ja, bisschen doof ist am Hals und nicht gerade ein ungefährlicher Bruch ist. Aber bei mir hat sich alles gut ergeben. Ich muss zum Glück nicht operiert werden. Ich wurde gestern, also Sonntag, falls ich das Video überhaupt heute hochladen kann, das weiß ich ja noch nicht, entlassen und durfte nach Hause. Zum Glück, das war auch lang genug im Krankenhaus. Ich denke, alle, die im Krankenhaus jemals waren, wissen, wie das ist. Ja, im Krankenhaus zu liegen. Es ist kein Spaß. Und ich habe dann auch noch, dadurch, dass ich so lange kein Internet hatte, wurde mein Internet auf dem Handy ganz schnell gedrosselt. Das heißt, ich konnte nicht mal Fotos auf Instagram sehen. Ich konnte keine Fotos auf Twitter sehen. Ich konnte einfach nur posten und schreiben und viele Sachen einfach nicht regeln. Vor allen Dingen, weil jetzt im Mai halt ich sozusagen mein Netzwerk gewechselt habe. Das Ganze ist jetzt aber auch nur dadurch noch nicht fertig, dass ich einfach nicht an den Computer konnte. Und ja, es ist alles ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, weil ich mich so drauf gefreut hatte. Es ist einfach alles doof. Kennt ihr das, wenn es einfach so. Tja, und eigentlich bin ich jetzt krankgeschrieben, bin aber trotzdem in die Uni, wegen halt Laboren, weil ich die nicht nächstes Semester nachholen will, sondern jetzt machen will.
Und ja, ich hoffe einfach nur, dass ihr alle ein bisschen Verständnis habt, wenn ich das jetzt nicht jede Woche, so wie angekündigt, wie ich das auch fest vorhatte, ein Midweek-Minute-Video hochladen kann, sondern dass ich jetzt einfach Prioritäten setzen muss, was für ein Video kann ich hochladen, wann, wie, wo, vor allen Dingen wegen dem Grund, dass ich kein Internet habe. Deswegen habe ich mich jetzt auch für so ein Uncut-Webcam-Vlog entschieden und ansonsten hätte ich einfach ein Hangout gemacht, weil ich Lust hätte, einfach ein bisschen mit euch zu quatschen. Mein Zimmer ist halt stockunaufgeräumt. Die Sachen, also sozusagen das Set, wenn man das jetzt mal so ganz cool nennt, wo ich sozusagen meine Videos drehe, ist halt alles einfach unaufgeräumt und es ist halt im Moment einfach sehr anstrengend für mich, gerade wenn ich noch in der Uni war, da noch alles aufzuräumen und sauber zu machen und damit das auch einigermaßen ansehnlich aussieht. Ich habe jetzt versucht, hier ein bisschen, ja, mich frisch zu machen und nicht so schlimm auszusehen. Habe auch versucht, ein bisschen hübschere Klamotten anzuziehen, damit ich heute nicht von jedem gefragt werde, was denn so los ist. Ja, ich hoffe, es hat einigermaßen geklappt, aber ich fühle mich eben gerade vor der Webcam eben gerade wieder so krank aus. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich nicht mal Mascara drauf habe. Naja. Ansonsten, wie geht's euch so? Würde mich mal so interessieren. Habt ihr vielleicht auch komische Krankenhauserfahrungen? Hat sich vielleicht jemand von euch auch schon mal einen Halswirbel gebrochen? Und schreibt mir einfach mal so drunter, was ihr überhaupt von so Uncut-Webcam-Videos haltet, weil wenn ihr, weil ich weiß von vielen, dass es denen gefällt und da könnte ich ja mal vielleicht zu verschiedenen Themen irgendwas machen. Das hier war jetzt etwas eher aus der Not, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Und was wollte ich noch fragen? Das ist das Doofe an ungeschnitten, gell? Dass man einfach 10.000 Sachen rumlabert, die einfach nicht auf den Punkt kommen. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr auf den neuesten Stand bleiben wollt, gerade auch was das Internet angeht, ob ich wieder eine Internetverbindung zu Hause habe, dann schreibt bzw. folgt mir sehr gerne auf Twitter. Da blabber ich sehr, sehr gerne mit euch. Und ich habe Twitter irgendwie total für mich entdeckt. Ich finde das echt ganz cool. Oder auf Instagram natürlich, da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Und ansonsten, was wollte ich noch sagen? Kurz nachdenken. Tick-tack, tick-tack. So lustig, weil die reagiert später. Oh Mann, ey, ich bin echt nicht ganz klar im Kopf. Seit dem Sturz habe ich echt so ein paar Gehirnaussetzer. Da geht es bei mir echt drunter und drüber im Kopf. Das ist echt unglaublich. Aber ich hoffe, das wird jetzt wieder alles und ich hoffe auch, ja. Also falls jemand wissen will, ob man irgendwie Schmerzen hat, also ich persönlich hatte keine, nur so zur Info. Deswegen bin ich auch froh, dass ich gezwungen wurde, ins Krankenhaus zu kommen, weil ich hatte nämlich, natürlich war der Sturz böse, aber ich hatte an sich danach keine Schmerzen. Also musste keine Schmerzmittel nehmen, was natürlich auch besser so ist. Ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen, erholsamen Tag, dass ihr gesünder seid als ich und auf jeden Fall auch beweglicher und mobiler. Ich kann mich ja zum Glück bewegen, kann Essen machen, kann aufs Klo gehen, kann alleine duschen. Zum Glück. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch, wie bereits gesagt, einen schönen Tag und wir sehen uns ja dann natürlich bei meinem nächsten Video. Also tut einfach mal auch euer ganzes Gehirn da unten in den Kommentaren ausschreiben. Ich freue mich über die Kommentare. Ich weiß aber nicht, wann ich beantworten kann, weil ich nämlich nicht am Computer sitze und ich finde, am Handy ist es so extremst unpraktisch. Aber sobald ich dann am Computer bin und Zeit habe, werde ich natürlich auch eure Kommentare von den letzten Videos beantworten. Also ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Spaß und ja, und wann auch immer was von mir kommt. Also bis dann. Tschüss. Mal ausmachen. Oh, das habe ich jetzt vergessen.